Wie soll denn der irgendwem noch diese... dieses Tagebuch oder dieses Buch geben, ne? Was wir da eben gerade gefunden haben. Hast du irgendwas zu sagen? Nee. Nee. Das ist eine Kuscheldecke da. Ja, habe ich zwar, aber... ja. Dadurch werden meine Füße und meine Hände gerade auch nicht wirklich warm. Eventuell gehe ich gleich kurz hoch und mache mir einen Tee. Problem ist halt, das ist halt diese XXXL-Decke und... das passt hier nicht. Die passt hier nicht drunter. Ansonsten müsst ihr wieder wie so ein Erdnuckel da ganz unten sitzen, damit die Decke drunter passt. Das ist immer ein bisschen blöd. Weil ich habe zwischen Bein und Schreibtisch so viel Platz. Und da passt keine Decke durch. Dann müsste ich entweder... warte mal. Ich mache mal kurz einen Tiefgang. Irgendwo hier unten sitzen. Das ist etwas doof. Zumindest damit es halt komplett passt. Damit das... nee. Okay. Oh. Ist etwa blöd. Da passt die Decke, wenn halt nur eine Schicht drüber, aber keine zwei Schichten. Ich bin immer noch verdammt klein. Egal. Ich sag mal so, meine Beine sind zu dick. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Ich kann auch gleich einfach hochgehen und mir eine andere Hose anziehen. Hochgehen. Hörchen. Leute wie ihn gab's bei uns auf dem Land nicht. Hallo, Steinchen. Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Ich möchte nur reden. Wir können uns unterhalten, aber du bezahlst dafür genauso viel wie fürs Vögeln. Bitte? Einverstanden. Dann frag, worüber willst du reden? Das erste war gut. Nein. Passiert im Lager irgendwas Interessantes? Nein. Das Soldatenpack hat Schiss vor der Schlacht und seufzt sich zu, statt anständige Huren was verdienen zu lassen. Interessant? Ich glaube nicht. Sind sie nicht scharf auf den Kampf? Das waren sie, ganz zu Beginn. Aber je länger sie hier rumsitzen, desto weniger Feuer haben sie. Mit dem Krieg ist es wie mit den Vögeln. Ohne Lust geht gar nichts. Das heißt wohl Wäsche waschen. Ja, dann wasch mal die Wäsche. Oh. Ins Haus mit ihm. Grüß dich. Gast im Haus, Gott im Haus. Es heißt, du betreibst einen Wanderhandel. Angeblich hast du sogar einige Bücher. Ohne Fleiß kein Preis. Allerdings hat niemand gesagt, dass du nur in Sprichwörtern redest. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ah, eine Wette. Musst du noch lange durchhalten? Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Okay. Wenn das Füllen genauso viel kostet wie das Dehnen, würde ich nicht reden. Ja, aber wir wollen ja herausfinden, wo Triss ist. Das heißt, wir müssen ja reden. Jetzt geht es wieder los. Und dann erst das eine, dann reden. Ja, sehe ich aus, als haben wir hier unendlich viel Geld. Geralt kackt kein Geld.
Außerdem heißt es doch immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, der Rest muss warten. Gargoyles. Hapchen. Ins Haus mit ihm. Will er sich denn den Tod holen bei dem Regen? Ja. Alle die Leichen. Ich werfe mir in die Stadt wieder rein. Beziehungsweise aber kurz in Sicherheit. Aber kurz speichern. Und mir einmal ganz kurz was anderes. Das ist so dick Rose. Das ist echt sowas von kein hier drin. Oh Gott. Das hält ja kein Schwein aus. Ich glaube, selbst die Katzen würden hier unten frieren. Ich bin gleich. Ich habe mich aber komplett umgezogen. Also jetzt bin ich mehr als dick angezogen. Kuschelsocken, Kuschelhose, Kuschelpullover. Weißt du, heute, der Tag war so schön warm draußen. Aber hier unten ist es eine Kälte, ne? Boah, ich schlottere. Echt schlimm. Echt schlimm. So, well. Jetzt landen meine Kuschel hier, Daria. Ja, ja. Jetzt bin ich kuschelig eingepackt. Jetzt geht's. Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Erwachsene Kerle durchkämmen das Lager, recken die Ärsche in die Luft wie die Volltrottel. Nachher zu Final Fantasy könnte ich mir dann auch eine Decke holen. Weil da sitze ich dann ja meistens weiter unten. Weil ich da ja eher so gemütlich sitze bei Final Fantasy. Bei Witcher bin ich immer ein bisschen angespannt. Wegen der Kämpfe und sowas. Hi. Wir müssen reden. Wie wär's mit guten Tag, grüß dich, leck mich oder ähnlich? Grüß dich. Guten leck Tag, mich. Weißer Wolf. Trinkst du einen Tee mit mir? Stärkt die Abwehrkräfte. Nicht jetzt. Ja. Kannst du mit diesen Notizen etwas anfangen, Zauberer? Woher hast du die? Unwichtig. Ein bisschen kuscheliger und gemütlicher gemacht. Du weißt nicht, was drinsteht? Nein. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht fragen. Es geht um ein gefährliches Ritual. Eigentlich reine Nekromantie, auf die der Scheiterhaufen steht. Wozu dient es? Man kann damit die Seele eines bösen Menschen beschwören, die nach seinem Tod auf der Erde umherirrt. Solche Seelen schließen gerne einen Pakt für die Möglichkeit, ins Jenseits zu gelangen. Wozu ein Pakt mit dem Bösen? Kommt drauf an. Es finden sich immer welche, die ihre Seele für irgendwas Wertvolles verkaufen. Ich kaufe dir dieses Manuskript gerne ab. Ich dachte, Nekromantie sei verboten. Ist sie. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler von Handschriften mit verbotenen Inhalten. Ich behalte es. Wer weiß, vielleicht wird aus mir auch mal ein Sammler. Wurde nicht verkauft. Bewahre sie für später auf. Ja, ist mir auch lieber. Mach's gut. Guckt euch das an, Männer. Okay. Dann haben wir Königsmörder noch. Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Erwachsene Kerle durchkämmen das Lager, recken die Ärsche in die Luft wie die Wolle. Da ist der Gefangene Elf. Unser allergnädigster Keine Gespräche mit Gefangenen. König von Sehr erfreut. Souverän der Niedermark, etc. etc. Was willst du denn? Kann ich mit ihm reden? Kommt ja nicht in Frage. Ich kenne dich gar nicht. Wie könntest du mich denn kennenlernen? Vertrauen muss man sich erarbeiten. Ja, schleich wie? Dich. Unterstellt angesichts des Feigen. Was willst du? Hat er irgendwas Wichtiges gesagt? Nein. Wir haben ihm Salz in die Wunden gestreut, die Finger gebrochen, seine Fußsohlen geröstet. Nichts.
Er hat auch noch versucht, sich die Zunge abzubeißen. Offenbar mögen Elfen Schmerzen. Vielleicht hofft er auf Rettung. Woher denn? Die hat doch längst jemand platt gemacht, die ganze Einheit. Danach fragen ja die königlichen Zauberer, wer das getan hat und wo er jetzt steckt. Ich begreife den Elf nicht. Sobald er redet, hängen wir ihn auf und er hat seine Ruhe. Warum quält er sich unnötig? Wie habt ihr ihn geschnappt? Nicht geschnappt. Wir haben ihn gefunden. Nicht gerade eine Ruhmestat. War mehr tot als lebendig. Er lag in einer der Schluchten zwischen lauter Eichhörnchenleichen. Richtiges Massaker. Als hätte da ein irrer Doktor mit einem Riesenskalpell gewütet. Er hat ihnen wohl die Pulsadern zerfetzt. Alles ein einziger Blutsee. Felsen bespritzt bis da hinaus. Wann war das? Ehe dieser Nebel kam. Kann ich mit ihm reden? Kommt ja nicht in Frage. Ich kenne dich gar nicht. Wie könntest du mich denn kennenlernen? Vertrauen muss man sich erarbeiten. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Dich. Auf Drängen des verwaisten und verängstigten Volkes von Edirn. Das Land seinem Schutz. In gerechtem Zorn beschwört er, die Aufrührer zu bestrafen, die das Volk Edirns unterdrücken. Allen Gesetzeskreuzen. Okay. Das heißt, das geht auch noch nicht. Sprich mit Sven. Solange wir bezahlt werden, warum nicht hier rumsitzen? Okay, dann gehen wir erstmal nach links Steine, jetzt, würde ich sagen. Oh. Hi. Mode heute. Juhu, Level up. Aua, aua, aua. Gut. Ich will endlich meine Punkte verteilen. Den hat's zerrissen. Würde ich zumindest mal behaupten. Ja, Punkte verteilen. Mach hier mal das hier. Komme ich nicht rüber. Also dadurch, dass ich den Teil hier halt nur einmal gespielt habe, da komme ich leider nicht durch. Weiß ich leider auch nicht genau. Hallöchen. Missgeburt. Wo wir wie lang müssen. Ah, Tag. Bist du? Tag! Mist. Guten Tag. Okay. Muss ich nicht verstehen. Gesucht, tot oder lebendig?
Okay. Die abgebildete Mensch unbekannten Namens ist unbestimmt der Herkunft für tot oder lebendig. Für sachliche Informationen, okay. Na denn? Sieht ein bisschen aus wie diese andere Hexe. Und die sind Spuren, wie wir sind. Mehr Mutter heute? Mehr Mutter heute. Nicht geboren. Ich will verbrennen. Leiche verbrennen. Leiche verbrennen. Gehen wir erstmal hier lang. Nee, ich glaube, da kommen wir runter. Wenn wir genau wie nach da hinten lang gehen durchs Lager. Also nicht der Weg, den ich eigentlich gehen möchte. Dann. Okay, da kommen wir nicht durch. Schnell, hier bist du in Sicherheit. Hierher, schnell, hinter die Kerzen. Ja, 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 lass mich doch erstmal. Schnell, hier bist du in Sicherheit. Ich brauche aber die Harpien. Glaube ich. Hierher, schnell, hinter die Kerzen. Ich meine, ich brauchte die Harpien für irgendwas. Schnell, hier bist du in Sicherheit. Hierher, schnell, hinter die Kerzen. Jaha. Oh. So zu looten. Schnell, hier bist du in Sicherheit. Ich bin zu alt. Hierher, schnell, hinter die Kerzen. Ich glaube aber, das, was ich brauche, habe ich gerade bekommen, ne? Dann nehme ich jedenfalls irgendwas von 3 von 3. Ah, ja. Hier haben wir nichts zu befürchten. Wozu brauchst du so viele Kerzen? Warum machst du kein Lagerfeuer? Das ist Sabrinas Flamme. Ihr Licht schützt uns und lenkt all unsere Schritte. Hast du einen Transport mit Wachs überfallen? Die Kerzen stelle ich selbst her. Ich gebe sie jedem, der in der Flamme des Mutes Schutz sucht. Wer bist du? Wer wir sind, entscheiden unsere Nachfahren, wenn sie betrachten, was wir zurücklassen. Und du? Wer warst du damals? Was spielt das für eine Rolle? Überlassen wir die Jugendsünden der Vergessenheit. Sieh die Kerzenflamme. Fühl sie, dann hörst du, was sie dir zu sagen hat. Ich kann sie nicht hören. Dann bist du noch nicht bereit. Aber die Zeit wird kommen, da du hören und verstehen wirst. Vertrau mir. Eine Geisterschlacht hat dieses Tal heimgesucht. Was weißt du darüber? Es ist ein Ort des Grauens. Man kann noch immer den klirrenden Stahl und die Schreie der Sterbenden hören. Wenn du ihren Schmerz lindern willst, sollst du wissen, dass Sabrina dir wohlgesonnen ist. Ohne die Artefakte schaffe ich das nicht. Ich brauche aktive magische Überbrücker, zurückgelassen von denen, die in der Schlacht fehlen. Sie stehen für Glaube, Mut, Hass und Tod. Glaube? An was diese Soldaten auch immer geglaubt haben. Sie wurden betrogen. Mut, Hass, Tod.
Davon gab es mehr als genug. Vor allem vom Tod. Doch ich erinnere mich an einen Ritter, der die Gefahr ignorierte und eine Handvoll Soldaten gegen die überwältigende Übermacht führte. Es war Selkirk von Guleta, Demavens bester Mann. Als Vandergriffs Kohorte ihn vom Rest der Armee abgeschnitten hatte, stürzte er sich furchtlos auf den Besucher. Wenn du ein Symbol für Mut brauchst, dann finde seine Rüstung. Leb wohl. Okay. Also brauchen wir jetzt diese komische Kackrüstung da? Das Visionärs. Notizen eines Visionärs. Mehr hat der gute Kerl nicht zu sagen. Der Tor mit drei Ohrens. Ernsthaft? Drei Ohrens? Wieso ein Hexer so Geld verdienen? Oh, komm schon. Furien. Das Medaillon warnt mich wieder. Endriagen. Ekelhaft. Wobei, es geht. Die sind besser als Spinnen. Die sind halt einfach nur eklig. Spinnen sind abartig. Hi. So, bist du? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Ja. Windstifter. Ein neues Schwertchen.
Bei, na gut, doch. Wir benutzen jetzt Zeichen auch, wenn wir im normalen Schwert kämpfen. Also, ich bin belastet. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ins Lager zurück. Oder nicht? Ich beobachte dich schon lange. Wie? Und überlege, ob ich es schaffe, dich lebendig abzuliefern, damit der Lohn höher ist. Schaffst du nicht. Leider, leider. Ach ja, jetzt ist... Ach ja, das... das war das Ding. Ich erinnere mich. Ich hasse Magier. Magier sind Kacke. Haftbefehl. Hat dem guten Mann aber jetzt auch nicht mehr geholfen. Okay, aber wo ist die letzte Karawane mit den Dingern, mit den Leuten, die man verbrennen soll? Habe ich das jetzt schon? Oder doch? Doch, wir haben es, glaube ich, sogar fertig. Ja, wir müssen jetzt sowieso mit einigen Leuten reden. Kommt das ja ganz gelegen. Ja, mach das. Nichts als Steine. Mach das Hybrid. Lass mich rein. Immer noch auf der Suche nach Münzen? Was soll ich denn sonst machen? Die Warterei macht... Wie dient es sich, Unterhänselt? Kein Grund zur Klage. Und Neugierige mögen wir hier nicht. Ah, ist ja gut. Ich frage ja schon nicht mehr. Tag. Nacht. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von diesem verfluchten Ort. Vom Blutkometen, von Quadratmünzen und vom verdammten Nebel. Solange wir bezahlt werden, warum nicht hier rumsitzen? Nee. Bewegt von den Weisheiten des Propheten Majoran? Nein. Mit einem Oren kannst du seinen Anhängern helfen. Nein. Für einen Geizer. Jupp. Sei gegrüßt. Als aber der Prophet Majoran Was willst du? Du bist noch jung. Ist das dein erster Kriegszug? Der erste, jawohl. Kann die Schlacht kaum erwarten. Jung und ungestüm. Hast du keine Angst? Vor diesen Wichten?
Und dem Weib, das über sie herrscht, die machen wir platt. Okay. Wie ging das nochmal so? Wir einmal meditieren, bis da eine Knicht da ist. Okay.